Runzeln auf der Stirn, Falten oder herabhängende Augenbrauen, das sind alles Dinge, die sehr viele Patientinnen und Patienten zu uns führen, die sich informieren wollen über einen Stirnlift. Doch wie wird so ein Stirnlift richtig durchgeführt? Endoskopisch, offen, über die Schläfe, das sind Dinge, über die wir jetzt sprechen wollen. Das Stirnlift ist ein ganz allgemeiner Ausdruck für das Lifting der Frontpartie des oberen Drittels des Gesichts. Dazu gehören die Augenbrauen, dazu gehört die Stirn und auch die Fältchen um die Augen herum, die wir im Allgemeinen auch als Lachfalten bezeichnen. Tatsächlich ist es allerdings so, dass auch der Stirnlift in den letzten Jahrzehnten immer weiter revolutioniert und verbessert wurde, sodass wir mittlerweile verschiedene Unterkategorien oder Unterformen des Stirnlifts finden, über die wir heute auch sprechen wollen. Fangen wir ganz vorne und ganz banal erst einmal an, was das allgemeine oder das grobe Stirnlift als solches anbetrifft. Wir haben vor vielen Jahrzehnten schon, und zwar vor 4, 5 Jahrzehnten schon, die ersten kosmetischen Beschreibungen des offenen Stirnlifts gehabt. Das Ganze basiert darauf, dass wir einen sogenannten koronaren Schnitt haben. Ähnlich wie in der Neurochirurgie wird der Schädel tatsächlich von einer Seite zur anderen aufgeschnitten. Und man kann dann die gesamte Stirnpartie mit Muskulatur in einer Schicht präparieren, in der die Nerven relativ sicher sind. Man kann dann tatsächlich hier sehr glatt enden, indem man auch zusätzlich noch vor der Operation beispielsweise Botox benutzt, damit die Muskulatur während des Liftings so erschlafft ist, dass man sie richtig, richtig schön dehnen und straffen kann. Das ist eine zugegebenermaßen auf den ersten Blick sehr brutale Art und Weise, die Stirn zu liften, aber schlussendlich ist es tatsächlich so, dass es immer noch die effektivste Form des Stirnlifts darstellt. Das heißt, wir haben dort eine sehr, sehr große Narbe, die von einer Seite des Kopfes zur anderen geht, aber wir verteilen die Spannung so, dass wir dort eine relativ unauffällige Narbe haben. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung in der Chirurgie und natürlich auch bei uns in der plastischen, ästhetischen Chirurgie in der Regel weg von großen Schnitten hin zu kleineren Schnitten. Man muss sich hier allerdings an der Stelle auch immer vergegenwärtigen, dass die kleineren Schnitte zwar kosmetisch erstmal einen gewissen Vorteil zeigen, aber auf der anderen Seite auch einige Nachteile mit sich bringen. Was könnten das für Nachteile sein? Wenn man an einen kleinen Schnitt denkt, denkt man an einen Schnitt, wo man relativ gut die Narben verstecken kann. Es ist allerdings so, dass wenn wir mit viel Spannung arbeiten, kann es manchmal doch klüger sein, die Spannung über eine große Strecke zu verteilen, weil dann die Narbe nicht ganz so prominent wird, weil unter Spannung die Narben einfach schlechter heilen, als wenn wir jetzt die Spannung auf sehr kleine Schnitte legen. Worauf ich abziele, ist das endoskopische Stirnlift. Das endoskopische Stirnlift ist aus meiner Sicht die Revolution in diesem Bereich der liftenden Verfahren der Front. Endoskopisch bedeutet, dass man eine Kameraoptik benutzt. Wir benutzen jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren eine Kameraoptik zum Liften der Stirn, was vom technischen Ablauf her herausfordernd und schön ist. Der große Vorteil ist, wir arbeiten hier mit 3 Schnitten. Ein Schnitt in die Schläfe, ein Schnitt in das Zentrum sozusagen am Haaransatz und ein Schnitt auf der anderen Seite der Schläfe. Diese Schnitte kann man auch durchaus nach hinten in die behaarte Zone des Kopfs hinein verlegen oder dort planen. Die Gefahr, die dahinter steckt, ist allerdings, dass an der Stelle, wo dort geschnitten wird, die Haare ausfallen. Ein solcher derartiger Haarausfall wäre natürlich oder ist in der Regel eine Riesenkatastrophe für die Patientinnen und Patienten, insbesondere auch bei Männern, wo die Haare tatsächlich auch sehr viel kostbarer im ersten Moment erscheinen, weil wir ja auch hormonell bedingt nicht selten eine sogenannte androgenetische Alopezie sehen, wo die Haare dann aus anderen Gründen ausfallen. Nun ist die Frage, welches Verfahren ist für wen das Richtige? Es gibt in diesem Bereich keine konkrete Antwort, weil die Ansprüche der Patienten sehr unterschiedlich sind. An der Stelle sei nochmal eine Art Zwischenverfahren genannt, das ich persönlich allerdings in der Weise nicht durchführe, weil mir die Narben und das Narbenbild nicht besonders gut gefällt. Das ist der Schnitt an der Haargrenze selbst, wo man von einer Seite der Haargrenze der Stirn auf die andere schneidet, um eine Straffungsoperation zu bekommen, die allerdings nicht in die Haare hineingeht oder die Stirn nicht vergrößert. Denn das ist ja eines der Probleme, das wir bei den sogenannten koronaren Stirnlifts, also bei diesen großen offenen Stirnlifts sehen oder Frontlifts, dass man dort im Grunde genommen die Stirnlänge verlängert, weil das Ganze gedehnt wird. Das haben wir bei dem Lifting-Verfahren, bei dem direkten Stirnlift hier
an der Haargrenze nicht. Es gibt auch andere Verfahren, die wir gar nicht erwähnen müssen, weil sie einfach überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Zum Beispiel ein Stirnlift in einer Frontfalte. Auch diese Dinge gab es früher mal in der Vergangenheit, aber die sind nicht mehr aktuell. Von daher denke ich, hat es hier einfach nur einen historischen Bezug, wenn man darüber spricht. Für wen ist welches Lifting das Richtige? Zunächst einmal muss man sich auch das Alter der Patienten mal anschauen. Die offenen oder diese großen offenen Stirnlifts sind eher für Patienten gedacht, die nicht mehr jung sind, also alles so ab, ich würde sagen, Mitte 50 aufwärts, je nach Befund. Da kann es sinnvoll sein, das endoskopische Stirnlift zugunsten des offenen großen Stirnlifts zu verlassen. Bei jüngeren Patienten greifen wir sehr gerne zu den endoskopischen Verfahren, wo wir über die kleinen Schnitte einsteigen. Wir fahren dann unter die Knochenhaut. Die Knochenhaut ist das sogenannte Periost, also die gut durchblutete Schicht auf dem Knochen selbst, die den Knochen auch mit ernährt. Und wenn man diese Haut abschiebt, dann kommt man relativ sicher an den Nerven vorbei und macht gerade hier in diesem Bereich nichts kaputt, was ganz, ganz wichtig ist, weil dort auch der motorische Ast des Gesichtsnervens, des Ramus frontalis, läuft, der für das Zwinkern, aber auch für das Anheben der Augenbrauen zuständig ist. Mit diesem Lift gemeinsam kann man im Übrigen über diesen zusätzlich mittleren Schnitt auch diese sogenannte Bunny Groove oder Hasenfalte noch mit annehmen. Es gibt tatsächlich Patientinnen und Patienten, wo wir ein so massives Herabsinken der Stirnweichteile erleben, dass wir hier eine Falte sehen, die man mit diesem Verfahren auch ganz gut mit anheben kann. Entscheidend ist, wie gesagt, dass man sich bewusst ist darüber, was man erreichen möchte. Denn mit dem endoskopischen Stirnlift haben wir in der Regel eine geringere Exkursion zu erwarten, als wenn wir ein offenes Stirnlift machen. Der große Vorteil ist allerdings hier, dass wir die Stirnlänge nicht verändern, was der Nachteil eben ist bei dem offenen, direkten Verfahren, die von oben geschnitten werden. Kommen wir noch mal ein bisschen zur Schnittführung, wenn es um die endoskopischen Verfahren geht, weil die sind im Moment besonders en vogue und sehr interessant. Wir können dieses endoskopische Stirnlift auch so variieren und modifizieren, dass ein Schläfenlift daraus entsteht. Das heißt, wir bringen die Schnittführung etwas weiter nach außen und nehmen die gesamte Schläfe mit. Das ist interessant bei Patientinnen und Patienten, wo zum Beispiel auch Facelifts gleichzeitig mit durchgeführt werden, weil das Facelift dazu neigt, dass diese Partie sehr, sehr stark mit in die Zone der Beobachtung kommt, wenn man sich vorstellt, dass nämlich die Weichteile nach oben gedrängt werden, hier die Fixierung stattfindet und wir dann sehr viel Druck auf die Schläfe bekommen, wo diese Lachfältchen dann deutlich intensiver werden. Und in diesem Fall macht es durchaus Sinn, dieses Schläfenlift zu verwenden, um hier seitlich die Anteile nach oben zu heben. Das ist im Übrigen auch das, was in einigen Boulevardzeitschriften eben Sharon Stone auch nachgesagt wurde, dass sie nämlich so ein endoskopisches Schläfenlift hatte, weil die Augenbrauenposition einfach in der Position sitzt, wo sie sitzt und die Falten um die Äuglein eben bei ihr jahrelang nicht mehr gegeben waren oder nicht zu sehen waren. Die Positionierung der Schnittführung in diesem Bereich kann auch so variiert werden, dass wir die Cat-Eye-Operation durchführen oder auch die sogenannten Foxy-Eyes durchführen. In diesem Fall steigen wir im Übrigen sehr gerne im behaarten Kopf ein, weil hier gar nicht so viel Druck entsteht, da ist gar nicht so viel Zug, wenn es darum geht, das anzuheben. Entscheidend ist, und das ist etwas, was man chirurgisch beachten muss, entscheidend ist, dass die Bänder, die hier an dem sogenannten Orbiterrand, also an der Augenhöhle vorhanden sind, gelöst werden von dem Knochen und dann ist das Ganze hier so mobil, dass man tatsächlich über diesen Bereich diese sogenannten Foxy Eyes oder eben auch die Cat Eyes präparieren und manipulieren kann. Bei den Cat Eyes kommen wir im Übrigen sehr viel intensiver noch in Kontakt mit dem Unterlid, wenn wir endoskopisch von hier oben fahren, weil wir dann noch den Augenwinkel mit nach oben verlagern. Das sind alles Entwicklungen, technische Entwicklungen, die zum Ausdruck bringen, dass hier noch sehr, sehr viel Entwicklungsbedarf ist. Das heißt, wir haben natürlich alle das Ideal oder die ideale Vorstellung, dass wir Gesichter operieren werden in der Zukunft, wo die Schnittführungen und die Narben, die daraus resultieren, so minimal sind, dass man das gar nicht sieht. Die Wahrheit ist heute die, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, aber trotzdem solltet ihr euch alle immer darüber bewusst sein, dass trotzdem Narben auch verbleiben werden und je nach Hauttypus können diese Narben stärker oder auch weniger stark
sich darstellen. Die Risiken, die mit solchen Operationen einhergehen, sind Gott sei Dank übersichtlich, aber trotzdem sollte man darüber sprechen. Im Gesichtsbereich geht es vorwiegend und fast immer und ausschließlich um Blutungen, aber auch um Nervenverletzungen. Diese Dinge sind ganz, ganz zwingend zu vermeiden. Deswegen immer daran denken, wenn ihr euch solchen Operationen hingeben wollt und jemanden sucht, der so etwas macht, dann sollte das stets ein erfahrener plastischer Chirurg sein, der insbesondere auch im Bereich der Mikrochirurgie ausgebildet wurde. Denn das sind diejenigen, die genau wissen, wo die Nerven laufen. Überhaupt ist es im Gesichtsbereich, wenn Gesichtsoperationen durchgeführt werden, extrem wichtig, dass der Chirurg sich im Fachbereich der Mikrochirurgie hat zusätzlich ausbilden lassen. Ich habe das Glück gehabt, in der Vergangenheit sehr umfangreich als Mikrochirurg ausgebildet zu werden. Da ging es eben nicht nur um Hände oder um Füße, sondern eben auch um die Gesichter. Und das ist das, was am Ende zählt, dass die Patientinnen und Patienten, wenn sie zu einem kosmetischen Eingriff kommen, sicher und zuverlässig versorgt werden mit einem stabilen Ergebnis, aber eben auch mit so geringen Komplikationsraten, dass es eben nicht zu Nervenverletzungen kommt oder eben zu Blutergüssen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin sicher, dass wir auch dazu viele anregende Diskussionen führen können. Schreibt mir einfach eure Ideen in die Kommentarliste. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Drückt die Glocke, wenn ihr informiert werden wollt, wann immer es ein neues Video gibt. Ich bin Professor Dr. Sinis, ich bin dein Plastic Surgery Coach und ich bin jetzt hier raus.